Wow, 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 wow. Ich bin begeistert, ich finde das super, Basti macht eine coole Arbeit und hat natürlich eine Menge gute Sänger in dem Chor. Und ja, es hat total Spaß gebracht, mit denen zu arbeiten. Sie sind alle voll offen und aufgeschlossen. Und ja, ich habe denen jetzt ein bisschen CVT vermittelt. Ja, genau, da ist noch einiges, da geht so einiges bei dem Chor. Und ja, deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, dass es mit dem Chor so bergauf geht. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Sascha, in dem Moment. Ja, das ist Julian, genau. Hallo, darf ich vorstellen, das ist Julian, mein Basskollege. Hast du das verraten? Ja. Das ist unser neuestes Mitglied, der Johann. Ja, hallo, ich bin Johann. Unseren Nachwuchs herangezüchtet. Ich wollte gerade sagen, also Julian und ich waren sehr lange alleine und haben uns ja irgendwie immer ein kleines Kind gewünscht und endlich ist Johann dazugekommen und unterstützt uns. Also ich finde es toll, dass es bei euch geklappt hat. Ja, yes. Wir haben lange daran gearbeitet. Hi, ich bin Lena. Ich sing am Alt. Wir haben heute schon über sechs Stunden, glaube ich, geprobt, ganz viel gesungen. Und es war unglaublich anstrengend, aber auch echt richtig cool. Also die Lieder, die wir singen, machen auch einfach Spaß. Wir haben es jetzt 23.10 Uhr. Wir haben den Großteil des Probentages jetzt geschafft. Christian ist sehr engagiert mit dabei. Ja. Und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich in dieser Nacht noch schlafen kann. Wir dürfen nicht mal pinkeln gehen während der Probe. 5 Stunden schlafen, wegkommen. Nee, nächstes Mal vielleicht ein bisschen später frühstücken. Vielleicht? Bitte? Ich will um 9 mein Frühstück erst haben, nicht um 7:30 bis 8:15. Es ist Wochenende. Wir singen immer noch. I'm a green.
und für mich ist das jetzt das zweite Mal in Rheinsberg. Das erste Mal ist über 10 Jahre her und das war, als der Landesjugendchor gegründet worden ist. Ja, es sind alle Menschen um mich herum sind andere als vor 10 Jahren. Und ich bin, glaube ich, auch ziemlich anders als vorher. Aber das funktioniert schon ganz gut. Begeisternd. Und unser Chorleiter ist wirklich der Beste. Chorleiter, den es gibt. Wir machen diese Aufnahme. Vollkommen. Freiwillig. Ich bin nur aus dem Sopran. Ich bin jetzt schon wieder kurz vor der Abreise. Das Wochenende ist fast vorbei. Es war sehr ereignisvoll und ich bin jetzt auch schon ganz schön erschöpft. Wir haben heute nun den letzten Probentag der Chorfahrt angebrochen. Ich bin beeindruckt, mit welcher Energie die Jugendlichen dabei sind, immer noch, auch nach den 2 anstrengenden Tagen, die wir schon im Kreuz haben. Und die Fortschritte, die wir innerhalb dieser 2 Tage rausgeholt haben, sind wirklich enorm. Und es macht Riesenspaß zu sehen, wie die Gruppe als soziale Gruppe, aber auch als Klangkörper zusammenwächst. Und wie spontan, wie schnell sie auch die neuen Sachen aufgreifen, die heute und in den letzten Tagen so kamen. Und ich glaube, wenn wir weiter so machen, dann haben wir sehr bald einen sehr stabilen Chor hier vor uns wieder. Und ich freue mich auf die Zeit, die noch kommt.